Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe beschlossen, ich habe ja schon eine Abendroutine gedreht und ich drehe euch jetzt auch noch mal eine Abendroutine während der Schulzeit so, weil die letzte war nämlich während der Corona-Zeit so, wo ich immer ausschlafen konnte und so. Und am Abend jetzt, während ich Schule habe, ist die halt ein bisschen anders. Und deswegen drehe ich die jetzt noch mal für euch während der Schulzeit und ich habe morgen wieder Schule und ich fange jetzt an zu drehen und jetzt ist es glaube ich so um 5 Uhr und ich war vorher noch auf TikTok live gerade und auf jeden Fall geht's jetzt los mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wollte noch schnell hinzufügen, dass ihr euch bitte nicht wundern sollt, warum ich zweimal ein bisschen verschieden aussehe oder verschiedene Sachen anhabe. Ich habe das Video nämlich an 2 Tagen gedreht, weil ich an dem einen Tag dann am Abend weg war und dann keine Zeit mehr hatte am Abend das zu drehen, weil es schon viel zu spät war und ich richtig müde war. Also I'm sorry, aber auf jeden Fall wundert euch nicht darüber. Ich bin als erstes dann nochmal in den Pool gegangen und habe ein paar Videos mit meiner Unterwasserhülle gemacht, weil das Wetter doch so schön war, auch wenn es schon später war. Und das mache ich zurzeit am Abend immer richtig gerne, dass ich einfach nochmal in den Pool reinspringe. Und ja, dann hole ich mir meistens noch den Schirm und den stelle ich auf, weil wir haben den extra gekauft. Das sieht dann so ein bisschen mehr nach Strand aus. Das ist so ein cooles Strandfeeling dann, voll schön. Wenn ich dann keine Lust mehr habe oder mir zu kalt wird, dann hole ich immer mein Handtuch und dann trockne ich mich ein bisschen ab und dann gehe ich in mein Zimmer und ziehe mich um, weil ich dann meistens gleich Sport mache, weil dann fühle ich mich immer viel frischer, wenn ich gerade im Pool mache und ich will ja fit bleiben. Und dann mache ich meistens 1 oder 2 Workouts und zurzeit mache ich immer dieses 2-Wochen-Workout da, also da macht man 2 Wochen lang dasselbe Workout so und ja, ich finde das richtig, richtig cool und das mache ich dann immer und sorry, ich bin kein Sportprofi, also wenn irgendwas blöd aussieht oder ich irgendwas falsch mache, dann ja, dann ist es halt einfach so, weil ich bin in vielen Sachen untalentiert. Im Sport trinke ich dann immer erstmal was und dann gehe ich duschen und zurzeit gehe ich immer kalt duschen, weil nach dem Sport vor allem ist das kalt einfach viel angenehmer und ich benutze zurzeit dieses Männershampoo einfach, weil das riecht viel besser, finde ich, und das ist einfach so 2 in 1 und dann noch diese Haarmaske und dann, das tut meinen Haaren irgendwie voll gut und dieses Männershampoo kann man einfach für alles hernehmen und dann noch dieses Öl mache ich mir immer in die Haare und dann kämme ich sie durch und dann lasse ich sie immer Luft trocknen und nachdem ich dann Sport gemacht habe, da hat mir meine Mutter an dem Tag was zum Essen gemacht, so einen Salat mit so geräucherten Lachs drüber. Und dann habe ich mir noch was zu trinken dazu gemacht, habe ich erstmal ganz viele Eiswürfel in ein Glas rein, weil da schmeckt es dann immer viel besser, finde ich. In mein Glas kommen dann auch noch 2 Zitronenscheiben, weil Zitrone macht es noch ein bisschen schmackhafter. Und noch ein Strohhalm, weil wir haben ungefähr seit 10 Jahren tausende Strohhalme und die muss ich auch mal benutzen. Und dann noch ein bisschen Sprudelwasser rein und das schmeckt mega, mega gut und ist auch noch gesund. Reiche ich mir noch eine Gabel zu meinem Salat rein und dann habe ich mir solche Nüsse oder Kerne oder was auch immer das ist, habe ich mir auf meinen Salat noch drauf gemacht, weil die anscheinend gesund sind und die waren mega lecker. Und dann habe ich noch ein bisschen Balsamico-Öl drauf. Zu meinem Salat habe ich mir dann noch einen Toast getoastet und habe den in 2 so kleine Scheiben geschneidet, damit ich ihn besser essen kann. Und dann bin ich hoch in mein Zimmer gegangen, habe meinen Ventilator angemacht, weil es in meinem Dachzimmer immer mega, mega warm ist im Sommer. Falls ihr auch ein Dachzimmer habt, ich leide mit euch. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr eins habt. Und dann habe ich meinen Salat gegessen und der war richtig, richtig lecker und habe ein bisschen Netflix geschaut. Und dann haben mich ein paar Freunde angerufen, ob ich mit ihnen noch ein bisschen rausgehen will. Und dann bin ich natürlich noch mit rausgegangen, ein bisschen Rad gefahren. Und dann, als ich wieder zu Hause war, habe ich dann meinen Schulranzen gepackt. Also ja, so ein paar Bücher und so. Aber mittlerweile, also am Ende vom Schuljahr, jetzt brauchen wir fast gar nichts mehr. Also ich habe nur noch mein Mathebuch eingepackt und mein Geobuch und meinen Ordner. Und sonst habe ich eigentlich nichts gebraucht. Und ja,
beachtet einfach nicht diesen Fail mit dem Lateinbuch vorher. Ich stelle meinen Schulpack dann immer gleich an meine Tür vorne hin, damit ich in der Früh nicht mehr so weit gehen muss mit dem. Und dann dachte ich, bin ich einfach cool und fahre mit meinem Skateboard oder was auch immer das ist da rum und wollte mich so cool aufs Bett fallen lassen, aber es hat irgendwie nicht geklappt und sah irgendwie behindert aus. Aber auf jeden Fall bin ich dann einfach noch ein bisschen weiter gefahren, weil es irgendwie lustig war. Weil es dann schon ziemlich spät war, bin ich dann schon ins Bad gegangen und habe angefangen, meine Zähne zu putzen. Ich fange immer mit Zähneputzen an, irgendwie so. Und meine Zahnpasta hat richtig eklig geschmeckt. Da habe ich erstmal gekleckert. Und ja, ich hasse Zahnpasta, weil Zahnpasta ist einfach eklig. Ich habe noch keine Zahnpasta gefunden, die irgendwie ansatzweise gut schmeckt. Aber wenn ihr eine kennt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil ja, da habe ich gemerkt, dass irgendwie die eine Lampe nicht geht. Aber ja, die muss irgendjemand mal reparieren. Da mache ich ein paar Faxen vor der Kamera. Und ja, beachtet einfach nicht meine Faxen, weil ich bin einfach so. Als nächstes habe ich dann dieses Gesichtswasser benutzt und das habe ich erst neu, aber ich finde das irgendwie richtig, richtig cool und ja, das stinkt aber voll, beziehungsweise riecht halt richtig intensiv und das darf man nicht zu nah an die Augen tun. Und das habe ich dann auf so ein Wattepad getan und einfach in meinem Gesicht so ein bisschen verteilt, schön ein bisschen eingerieben und es macht eigentlich gar keinen Sinn mit dem Wattepad, weil ich mir sowieso die ganze Zeit ins Gesicht fasse, obwohl es schlecht ist, aber ja. Dann habe ich das Ganze einfach abgewaschen mit kaltem Wasser. Und dieses Waschgel von Balea benutze ich schon so, so lange, schon mindestens 3 Jahre, glaube ich. Und das habe ich auch noch mit Aloe Vera, aber das ist leer zurzeit. Und deswegen nehme ich einfach das zurzeit, weil ich finde beide richtig gut. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches besser ist. Und das wasche ich dann einfach mit Wasser, so reibe ich das in meine Haut ein und wasche es aus. Auch ein ganz neues Produkt ist dieses Aqua Serum von Balea, was ich benutze. Und das finde ich auch mega cool. Irgendwie, das ist auch voll, das entspannt die Haut mega und voll erfrischend. Vor allem in der Früh benutze ich das voll gerne und ich benutze das immer frühs und abends. Und ja, das trage ich einfach so auf die Haut auf. So ein kleiner Tropfen reicht da eigentlich schon. Und ich mag das voll gerne. Ich weiß auch nicht warum, aber ja. Als nächstes habe ich dann diese leere Mascara-Dings, die habe ich irgendwo gekauft. Auf Amazon kann man die nämlich leer kaufen. Und dann habe ich da so flüssiges Kokosöl reingetan und das mache ich dann immer auf meine Wimpern so drauf, weil anscheinend soll das voll gut für die Wimpern sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde schon, weil ich habe das schon jetzt seit einem Jahr oder so gemacht und davor mochte ich meine Wimpern irgendwie gar nicht. Und jetzt sehen die viel besser aus, ein bisschen voller. Und dann habe ich meine Haare aufgemacht, also von diesem Haarband befreit, eigentlich nur, was ich genommen habe, damit meine Haare nicht so ins Gesicht hängen. Und habe meine Haare richtig fett durchgekämmt, obwohl es eigentlich gar nicht so nötig war. Habe einen Scheitel gemacht und ja. Weil wie immer mein Nagellack nicht mehr so schön war, habe ich dann einfach noch meinen Nagellackentferner genommen, habe da ein bisschen daneben geschüttet. Und habe meine Nägel ablackiert, weil ich mag das nicht, wenn der nur so halb drauf ist. Und dann habe ich noch meine Hände eingecremt, weil dieser Nagellackentferner trocknet meine Haut auch immer so aus. Und dann mag ich das einfach total, die danach einzucremen. Und dann habe ich noch meine Fenster zugemacht, also den Vorhang. Wie nennt man das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wie man das nennt. Und dann habe ich mich auch schon ins Bett gelegt. Normalerweise gehe ich während der Schulzeit so um 23 Uhr ins Bett und heute wird es ein bisschen länger, weil ich jetzt noch das Video schneiden muss und jetzt ist es 23 Uhr, also ja. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr dazu auch noch eine Morgenroutine wollt, also während der Schulzeit, weil ich habe jetzt noch 2 Wochen Schule leider bis zu den Sommerferien.
und ob ihr vielleicht noch eine After-School-Routine wollt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Nacht. Also wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich nachmittags. Aber auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und tschüss.